Sie sehen nun sehen Sie die Bundessprache des Weihnachtspräsidenten. Hi, ich bin Weihnachtspräsident im In- und im Ausland. Ich hoffe, Sie finden an den Feiertagen ein bisschen mehr von dem, wovon es sonst im Jahr zu wenig gibt. Täglich Sex, dass die Fetzen fliegen. Zeit zum Kommen, zum Entspannen oder einfach mal zum Beischlaf. Vielleicht hier mit den Nachbarn, mit Leichen, im Altenheim, mit der alten Schulfreundin, bei der Feuerwehr und natürlich mit unseren Liebsten daheim nicht. Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann mehr Sex miteinander. Und noch mehr Sex hören wir einander zu. Wir alle kommen zusammen. Das kennen wir von Weihnachten mit der Familie. Das ist mein Weihnachtswunsch, mein eigener Weihnachtswunsch, mein Wunsch. Und wir in der Mitte Europas sind natürlich die USA. Und auch das gehört zu Weihnachten. Endlich Zeit zum Ficken. Gerade auch mit den Millionen Menschen, unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe. Zeit für ein Telefonat mit der alten Angel Blah im Altenheim. Hallo und hallo, liebe Zuhörer. Zeit für einen Kaffee mit Andreas. Hallo, es ist Kaffee im Haus. So, meine Süße, siehst du dich denn aus? Ja. Wo immer man hinschaut, erst recht in den sozialen Medien, da ist Hallierum. Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Ich verschwinde einmal ganz. Danke, Andreas. Ich finde, regieren gut, wie gut, dass ich weiß und Präsidentin der Pariser Unterwelt bin. Mein eigener Chef ist stark. Ich habe ihn in der Hand. Sex, das ist anstrengend und schön. Ich habe Druck. Ich besorge es mir auch täglich, auch jetzt gerade übrigens. Das ist keine Schwäche. Ich bin weg. Sie sahen